Ähnlich wie beim Tiefsetzsteller möchte ich jetzt hier auch nochmal betrachten, wie die Strom- und Spannungszeitverläufe der wesentlichen Größen sind bei dem Hochsetzsteller bzw. Aufwärtswandler. Tatsächlich, wenn wir das vergleichen, werden die sehr ähnlich sein. Es ändern sich eigentlich nur die Bezeichnungen an den Achsen zunächst mal. Grundsätzlich habe ich hier oben die Schaltung wieder dargestellt. Wir haben also wieder die Eingangsspannungsquelle, die Ausgangsspannung am Lastwiderstand, Induktivität, Schalter, Diode. Der Schalter wird jetzt wieder angesteuert, pulsweiten moduliert. Das heißt, machen wir das Steuersignal auf. Ich werde wieder so einen Verlauf kriegen, ähnlich wie beim Tiefsetzsteller. Das Steuersignal geht während der Einschaltzeit auf High. Das heißt, hier haben wir den Schaltzustand ein und während der Ausschaltzeit dann auf Low-Pegel. Das heißt, ich habe hier wieder eine Zeitdauer von 0 bis D mal T, wenn wir in diesem Betrieb mit kontinuierlichem Strom sind, was wir jetzt zunächst analysieren wollen. Hier in diesem Schaltzustand ist der Schalter ein, die Diode aus, wie auch beim Tiefsetzsteller. Wir kennen bloß zwei unterschiedliche Zustände im kontinuierlichen Betriebsmodus: entweder Schalter ein, Diode aus oder dieser zweite Zustand, wo wir hier sagen, der Schalter ist aus und die Diode ist ein. Wir bezeichnen wieder diese Zeitdauern hier mit T ein von 0 bis D mal T und die Zeitdauer hier oben mit T aus, in der die Diode leitend ist. Und jetzt werden wir uns angucken, okay, was passiert jetzt in diesen Zuständen? Das heißt, wir haben hier diesen ersten, hier wieder diesen zweiten. Im ersten Zustand haben wir S ein, D aus, haben wieder die Dauer T ein gleich D mal T. Und malen jetzt mal das Ersatzschaltbild für die verlustlose Schaltung auf. Ich habe also wieder die Eingangsspannungsquelle. Der Schalter ist geschlossen. Das heißt, wir haben hier an die Induktivität die Eingangsspannung angelegt. Wenn ich jetzt hier Spannung an der Induktivität einzeichne, ist die Spannung UL gleich UE. Die Diode wird sperren, wenn die Ausgangsspannung positiv ist. Und am Ausgang wird der Kondensator allein die Last versorgen. Das heißt, tatsächlich wird hier in diesem Eingangskreis ein Strom in diese Richtung fließen, in dieser Masche. Es wird Energie in der Induktivität gespeichert werden. Der Strom IL wird zunehmen, weil die Spannung UL hier größer als 0 ist. Dann wissen wir wieder aus der Grundgleichung der Induktivität heraus, UL ist LdIL nach dt, ist der Induktivitätswert konstant, wie wir das annehmen. Folgt daraus, dass hier DIL nach dt größer als 0 ist. Und zwar abhängt von der anliegenden Spannung. Es wird also hier eine positive Spannung an der Induktivität anlegen und der Strom wird hier zunehmen. Ist die Spannung konstant, wird er wieder linear zunehmen. Das heißt, dass wir jetzt aufmalen können, tatsächlich die Spannung an der Induktivität. Wir kriegen während dieser Einschaltphase eine konstante positive Spannung, werden hier also den Spannungswert UE kriegen während der Einschaltphase. Und wenn wir im stationären Zustand sind, sehen wir, hier wird der Strom linear zunehmen. Wir werden bei irgendeinem Anfangswert beginnen und wir werden hier einen Anstieg des Stromes kriegen mit so einer linearen Steigung und die Steigung wird sein UE durch L. Aus der Grundgleichung der Induktivität wieder raus, das heißt hier UL ist gleich L mal DIL nach DT ist UE. L gleich UE konstant, werden wir also ein DIL nach dt kriegen, was UE durch L ist. So wird der Strom ansteigen, wieder von einem Minimalwert auf einen Maximalwert. Und dann überlegen wir, was passiert jetzt im zweiten Zustand. Im zweiten Zustand schaltet jetzt der Schalter aus. Die Induktivität wird einen Strom treiben, dass die Diode einschaltet. Das heißt tatsächlich, wenn wir die Schaltung aufmalen, wird jetzt hier der Strom nicht mehr über den Schalter fließen, aber die Induktivität erzwingt einen Stromfluss in dieselbe Richtung wie vorher. Das heißt, wenn vorher der Strom hier von links nach rechts geflossen ist, wird er, weil er zugenommen hat und hier bloß sozusagen eine positive Spannung angelegt werden kann an die Induktivität in diesem Einzustand, wird jetzt die Diode in Flussrichtung gepolt werden, einschalten und ein Strom vom Eingang über die Induktivitätsgangskreis fließen. Das heißt, in diesem Zustand wird jetzt der Ausgangskondensator wieder aufgeladen, der vorher hier entladen wurde über den Widerstand. Und auch ein Teil der Energie zum Ausgang geliefert werden in der Sperrphase des Schalters. Schauen wir uns jetzt auch hier an, wie sehen jetzt hier die Größen an der Induktivität aus? Betrachten wir wieder die Spannung, das heißt, welche Spannung haben wir? Naja, die hier oben UL1, dann haben wir hier UL2. Wenn wir jetzt hier die Maschengleichung anwenden, sehen wir, ich habe hier diese große Masche, hier schon so gestrichelt dargestellt. Die Spannung an der Induktivität muss jetzt sein UL gleich UE minus UA.
Und das ist jetzt eine Spannung, die kleiner als 0 ist. Warum? Beim Hochsatzsteller ist die Ausgangsspannung größer als die Eingangsspannung. Also müssen wir hier an der Stelle eine Spannung kriegen, die kleiner als 0 ist. Das kann man sich auch so vorstellen, wenn wir den stationären Zustand erreichen. Wir werden ja zunächst bloß den Schalter immer einschalten, um Energie zu speichern und diese an den Ausgang zu liefern. Es wird jetzt immer sozusagen Energie geliefert werden an den Ausgang, bis die Spannung am Ausgangskondensator so groß ist, dass im eingeschwungenen Zustand dieses Spannungszeitflächengleichgewicht gelten wird. Und das wird nur dann gelten, wenn später diese Spannung UA einen so großen Wert kriegt, dass in dieser Ausschaltphase des Schalters der Strom in der Induktivität wieder um denselben Wert abnehmen kann, wie er vorher zugenommen hat während der Einschaltphase. Das heißt, wir kriegen jetzt hier eine negative Spannung während der Ausschaltphase. Ähnlich wie beim Tiefsetzsteller kriegen wir also positive und negative Spannung an der Induktivität. Hier aber mit dem Wert UE minus UA, was aber ein Wert kleiner als 0 ist. Und im stationären Zustand werden jetzt auch hier wieder die Flächen gleich sein. Das heißt, dieses Spannungszeitflächengleichgewicht wird gelten. Und dann wird während dieser Phase jetzt der Strom in der Induktivität abnehmen. Das heißt tatsächlich, dass DIL nach DT wird kleiner als 0 sein. Wir kriegen eine Abnahme des Stromes. Sind diese Spannungen wieder konstant, was wir annehmen, weil wir zum Beispiel einen sehr großen Ausgangskondensator haben und hier eine Gleichspannungsquelle angeschlossen haben, wird auch hier die Abnahme linear erfolgen im stationären Zustand. Werden wir also wieder auf den Wert abnehmen, den wir hier zu Beginn der Periode hatten, kriegen also hier so eine lineare Abnahme mit der Steigung UE minus UA durch L und sehen, wir haben hier wieder so einen dreieckförmigen Stromverlauf in der Induktivität. Während der Periode ändert sich der Strom hier wieder um einen Wert Delta IL. Wir können wieder einen Mittelwert definieren, hier einen Mittelwert des Stromes IL Mittel. Der wird jetzt hier sein gleich dem mittleren Eingangsstrom, den diese Spannungsquelle liefert. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, weil natürlich ja der Strom hier durch die Induktivität der gleiche Strom ist wie der Strom durch diese Spannungsquelle. Das heißt, wenn wir den Mittelwert des Eingangsstroms nehmen, muss dieser gleich dem Mittelwert des Stroms durch die Induktivität sein. Und jetzt können wir uns noch angucken, was passiert jetzt bei Schalter und Diode. Gleich wie beim Tiefsetzsteller werden sich hier auch Schalter und Diode im Stromfluss abwechseln. Und wieder wird es so sein, dass während der Einschaltphase des Schalters der Schalter den Strom durch die Induktivität führt. Das heißt, betrachten wir hier den Schaltzustand 1, ist hier IS gleich IL während der Einschaltphase. Während der Ausschaltphase hingegen ist der Strom im Schalter wieder 0. Das heißt, wir kriegen wieder so einen trapezförmigen Stromverlauf im Schalter. Er wird wieder von seinem Minimalwert, was der gleiche Wert ist wie hier der Strom in der Induktivität, auf einen Maximalwert zunehmen, während der Ausschaltphase wieder bei 0 sein. Dann hier weiter zunehmen. Wird also wieder so trapezförmig sein. Wir haben dann hier wieder die Werte, die wir angeben können. Das ist hier IL von 0 und das hier wäre IL von D mal T. Maximalwert des Stroms, das heißt eigentlich auch hier IL Max und IL Min, wenn wir so wollen. Schreiben wir es kurz hin, das ist IL Max, das ist IL Min. Das wären die Werte, die wir auch hier oben haben. Ändert sich also hier auch um Delta IL und die Diode wird den Strom führen während der Ausschaltphase des Schalters, das heißt hier während dieser Ausschaltphase gilt ID ist gleich IL von T, wird also auch trapezförmig sein, aber hier mit abnehmendem Verlauf, das heißt tatsächlich, wenn der Schalter ein ist, ist die Diode aus, dann springt der Strom in der Diode auf diesen Maximalwert IL Max, nimmt dann mit der Steigung UE minus UA durch L ab, weil das der Strom durch die Induktivität ist und wir haben dann hier wieder so einen trapezförmigen Stromverlauf während der Ausschaltdauer und damit haben wir jetzt die wesentlichen Größen hier betrachtet. Das heißt, wir wissen jetzt wieder, wie sehen die Spannungen an der Induktivität aus, wie sehen die Ströme durch die Induktivität aus und wie sind Strom und wie sind die Ströme durch Schalter und Diode und können damit jetzt zum Beispiel auch wieder eine Verlustleistungsanalyse durchführen. Wenn Sie das vergleichen mit dem Tiefsetzsteller bzw. Abwärtswandler, werden Sie sehen, dass diese Verläufe identisch sind. Was sind die Unterschiede? Die Unterschiede sind die Spannungen, die wir an die Induktivität anlegen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Spannung UE während der Einschaltphase an der Induktivität und die Spannung UE minus UA während der Ausschaltphase. Beim Tiefsetzsteller hatten wir während der Einschaltphase die Spannung UE minus UA und während der Ausschaltphase die Spannung minus UA. Und damit ändern sich natürlich auch die Werte, die wir hier für die Steigung haben. Auch der Mittelwert durch die Induktivität des Stromflusses ist anders, aber ansonsten der prinzipielle Verlauf ist identisch und das wird auch so sein beim Hochtiefsetzsteller bzw. Inverswandler, dass wir dort die gleichen Verläufe haben. Das heißt, dort werden wir es nicht nochmal aufzeichnen, das können Sie dann selber ausprobieren.